Einen wunderschönen guten Tag hier aus Berlin-Kreuzberg in Uschis Kneipe. Und mein Gast heute ist wie angekündigt Professor Gerald Hüther. Ich grüße Sie. Hallo. Und die Kneipe haben Sie ausgesucht? Das ist, man muss zugeben, also da muss ich einfach aus dem Nähkästchen plaudern durch einen Zufall und Störsender Stefan Hanitsch ist schuld, dass wir hier gelandet sind. Liebe Grüße. Herr Hüther, normalerweise schlagen meine Zuschauer vor, wen ich interviewen soll. Und mit ganz großem Abstand sind Sie auf Nummer 1. Jede Woche schreiben Leute den Hüther, den Hüther. Woher kommt das, dass Sie diese Popularität genießen? Und das weiß ich nicht. Da habe ich mich ja eigentlich gar nicht darum gekümmert, dass ich dann nun so populär werde. Aber wahrscheinlich sind die Themen, die ich anschneide, für sehr viele Leute interessant. Es ist eben so, dass ich aus einer Disziplin komme, Hirnforschung. Das hört sich an wie Naturwissenschaft. Und das, was naturwissenschaftlich belegbar ist, ist eben in unserer heutigen Zeit mehr wert als das, was man als Pfarrer oder als Psychotherapeut oder so oder als Lehrer so sagen kann. Und die Leute denke ich, dass aus dieser naturwissenschaftlichen Disziplin Hirnforschung etwas ableitbar ist, was für sie bedeutungsvoll ist. Und wenn ich es genau anschaue, stimmt es ja auch. Das sind ja auch unglaubliche Erkenntnisse, die da in den letzten Jahren angefallen sind. Und worum ich mich bemühe, ist eben dieses Wissen aus dieser Disziplin in die Öffentlichkeit zu tragen und es verfügbar zu machen für diejenigen, die es gebrauchen können. Da habe ich lange nachgeguckt. Also das ist auch nicht so einfach herauszufinden, wo in der Bevölkerung eigentlich die Kräfte sind und die Gruppen sind, die mit diesem Wissen wirklich was anfangen können. Vielleicht können wir uns da hinarbeiten. Ich gehe aber 2 Schritte zurück. Hirnforscher. Also ich sehe einen Forscher und ich sehe ein Gehirn. Was macht der so? Und die sind ganz unterschiedlich. Da, was machen Sie? Ich habe jahrelang das serotonerge System untersucht und die Modulation der monoaminergen Systeme durch alle möglichen Einflussfaktoren. Ich habe Rattenexperimente gemacht, in denen so was Nettes herausgekommen ist, dass wenn man Ratten in Käfigen aufzieht, wo sie nicht viel zu tun haben, wo sie eigentlich nur die 4 Käfigwände sehen und diese Spreu, die da drin ist, und man vergleicht dann die Gehirne von so aufgezogenen Ratten mit anderen Ratten, die unter Bedingungen groß geworden sind, wo es richtig was gab, wo die meinetwegen hier in so einer Kneipe gelebt haben, wo sie was zu entdecken hatten. Die haben dann eben nicht nur einen dickeren Kortex, die haben da auch mehr Nervenzellen in dem Kortex, die haben mehr Synapsen, die haben sogar eine bessere Durchblutung, also sogar mehr Blutgefäße in diesem Kortex. Das heißt, wir können jetzt mit diesen neurobiologischen Verfahren zeigen, dass die Bedingungen, unter denen man groß wird, oder die Erfahrungen und die Vielfalt der Erfahrungen, die man da machen kann, eine Auswirkung hat auf die Struktur des Gehirns. Das ist schon mal eine ganz nette Feststellung. Und wenn man eben nur wenige Erfahrungen macht, dann kriegt man ein Gehirn, was eben etwas einfacher ist. Das Bild hat mir gefallen, weil Sie sagen Rattenkäfig. Also ein Käfig beim Aufwachsen, daran, wenn Sie sowas sagen, denke ich an meine Schulzeit. Und Sie scheinbar auch, deswegen haben Sie sich dann mit dem Thema Bildung beschäftigt. Sie sagen, wir müssten da einiges verändern. Ich stelle jetzt einfach die Frage, was stimmt grundsätzlich mit unserem Bildungssystem nicht? Für die Welt, in die wir unsere Kinder entlassen, also eine Konsumgesellschaft und eine Gesellschaft, in der jeder Einzelne auf Kosten von anderen versucht, so gut wie möglich zurechtzukommen, ist das Bildungssystem genau richtig. Für das Hirn ist es nicht so gut, wenn ich es aus meiner Perspektive betrachte, weil es natürlich viel schöner ist, wenn man nicht sich selbst auf Kosten von anderen profiliert und dann sagt, ich bin derjenige, der das und das besser kann als die anderen. Schöner wäre es, wenn man sagen könnte, ich bin derjenige, der mit seinem besonderen Wissen und seinen Fähigkeiten auf diese besondere Weise dazu beiträgt, dass etwas, was wir gemeinsam machen, auch wirklich gelingt. Das sind 2 völlig verschiedene Vorstellungen von der eigenen Rolle, die man in der Gesellschaft hat. Und
wenn Sie jetzt fragen, was ist denn das, was zu einem komplexeren Hirn führt, dann natürlich das Zweite, nämlich diese Möglichkeit, die man Kindern bieten müsste, dass die spüren, sie sind wichtig, sie werden gebraucht, sie gehören dazu. Und jeder Einzelne hat irgendein besonderes Talent oder irgendeine Begabung, die natürlich hoffentlich zur Entfaltung kommen kann. Sie sagen, jedes Kind ist hochbegabt und schreiben das sogar auf ein Buch. Stimmt ja auch. Das müssen Sie mir erklären. Also ich kann mich zwar an den Käfig in der Schulzeit erinnern, aber ich kann mich auch an ein paar, ich sag mal, Dumpfbacken erinnern. Habe ich da irgendwas falsch betrachtet oder sind wirklich alle hochbegabt? Das ist ja, also eine Begabung oder ein Talent ist ja etwas, was in einem angelegt ist, mit dem man gewissermaßen zur Welt kommt und was dann sich entweder entfalten kann oder nicht. Und Tatsache ist, dass in jedem Kind viel mehr drinsteckt an Möglichkeiten, dass jedes Kind auf seine Weise irgendwelche besonderen, wir nennen das Prädispositionen hat, also besonders Vorlieben für irgendetwas. Und wenn es dann Gelegenheit bekommt, so etwas dann auch tatsächlich zu entfalten, dann entstehen eben besondere Fähigkeiten und diese Leute nehmen wir dann auch wahr als Menschen, die irgendwas ganz Besonderes geleistet haben, im Gegensatz zu vielen anderen, die weniger geleistet haben. Und mit Dumpfbacken meinte ich zum Beispiel vorhin, das waren entweder die Streber in der Klasse oder es waren die total coolen in der Klasse. Die Streber sind jetzt bei Siemens in irgendeiner Abteilung und die coolen verkaufen Versicherungen. Und dann gab es noch so ein paar verrückte Rabauken, von denen erlebe ich sehr viel spannende Projekte, die ich damit bekomme. Also was man sieht, wenn man sich draußen umschaut, ist, dass diejenigen, die wirklich was bewegen, die irgendwas in Gang bringen, die wunderbare Projekte umsetzen. Also kürzlich habe ich einen getroffen, der hat hier in Berlin einen Straßenchor gegründet. Der nimmt Obdachlose und fängt an, mit denen zu singen. Und dann singen die gemeinsam und die treten dann auf großen Veranstaltungen für Unternehmer und Stiftungen auf und zeigen, was Diversity Management ist. Dass man plötzlich auch solche Leute in eine Situation bringen können, wo die etwas zustande bringen, wo dann den Unternehmern die Tränen in den Augen stehen. Sie sagen dann, das Potenzial wohnt eigentlich in jedem Kind inne. Man braucht Potenzialentfalter und das sollten die Lehrer sein. Was meinen Sie damit? Ja, es ist schwierig. Die meisten Lehrer oder viele Lehrer verstehen sich ja doch immer noch eher als Wissensvermittler. Also die verstehen ihre Aufgabe darin, dass sie Wissen, was vorhanden ist, an die Kinder oder an die Schüler weitergeben. Und das machen sie dann mit didaktischen Verfahren, die sie irgendwo gelernt haben. Und dann glauben sie, das wär's. Und ein Kind, was eben unterrichtet wird, hat das Problem, dass es natürlich merkt, dass hier jemand versucht, aus ihm irgendetwas zu formen. Also es ist im Grunde genommen ein Objekt einer Maßnahme, also einer Unterrichtsmaßnahme in dem Falle. Dann wird es auch noch bewertet, dann wird es auch noch selektiert, dann kriegt es auch noch gute und schlechte Zensuren für die Leistungen, die es dann zeigt. Und das Ergebnis ist, dass das eigentlich sehr schmerzhaft ist, wenn man das spürt, dass man nicht wirklich dazugehört und dass man nicht wirklich so angenommen wird, wie man ist. Schmerzhaft in der Seele und dann oder wirklich richtig so? Ja, das können die Hirnforscher ja inzwischen zeigen, dass wenn man beispielsweise sogar noch einen erwachsenen Mann in eine Situation bringt, wo er spürt, dass er ausgeschlossen wird aus einer Gemeinschaft, dann werden im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert, die auch dann aktiviert werden, wenn ihm körperliche Schmerzen zugefügt werden. Das heißt, das Hirn benutzt zur Signalisierung einer Beziehungsstörung im sozialen Bereich die gleichen neuronalen Netzwerke, die es auch benutzt, um zu signalisieren, dass irgendwas im Körper nicht stimmt in den Beziehungen. Und wenn man solchen Schmerz dann als Kind erleidet, weil man zum Objekt von irgendwelchen Maßnahmen gemacht wird, gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten, die man dann hat. Man hat das ja nicht selbst verursacht. Und was die meisten Kinder dann machen und auch sehr schnell lernen, ist, weil sie selbst zum Objekt von Maßnahmen gemacht werden, machen sie denjenigen, der sie zum Objekt macht, auch zum Objekt. Und das heißt dann scheiß Lehrer oder blöde Mama oder ja, was sie dann so alles so sagen. Und damit entsteht keine Begegnung zwischen den beiden. Damit entsteht eine Situation, wo einer sozusagen den anderen in irgendeine Kiste haut.
Und das, was tatsächlich aber uns Menschen weiterbringt, ist ja nicht, dass wir uns gegenseitig in irgendwelche Abstellkammern bringen, sondern dass wir uns gegenseitig einladen und ermutigen und inspirieren, das, was in uns drin ist, auch wirklich zur Entfaltung zu bringen. Also müssten, das wäre dann die Traumversion, müssten Lehrer sich selbst nicht so sehr als Wissensvermittler verstehen, sie müssten sich als Schatzsucher verstehen. Das wäre toll. Und dann habe ich plötzlich Schüler vor mir und gehe davon aus, dass in jedem dieser Schüler, wie sie da vor mir sitzen, irgendwas verborgen ist, was zur Entfaltung kommen könnte. Und dann fange ich an zu gucken, was das sein könnte. Aber dann höre ich auch auf zu unterrichten. Das geht nicht beides gleichzeitig. Wenn Sie in die Zukunft blicken und jetzt die Kinder von heute angucken und sich die Frage stellen, wen brauchen wir eigentlich in der Zukunft? Wer soll diese Gesellschaft gestalten? Was wäre jetzt angebracht in den Schulen? Und was für Leute Ach, ich glaube, kommen? Das Leute? Wir wissen ja alle, dass die Schulen, so wie sie heute sind, eigentlich ein geschichtlich gewachsenes Konstrukt sind. Also die haben in der Vergangenheit mal bestimmte Funktionen gehabt und deshalb sind sie auch eingerichtet worden. Ganz am Anfang waren das mal Kadettenschulen, die ordentliche Soldaten hervorbringen sollten, gerade hier in Berlin und den preußischen Staat sozusagen in die Lage versetzen sollten, dass der auch das Deutsche Reich dann einigt. Und dann gab es noch diese kirchlichen Schulen, die sollten dann auch was Bestimmtes machen. Also im Grunde genommen haben Schulen immer dazu gedient, nicht die Kinder aufs Leben vorzubereiten, sondern sie zu etwas zu machen, was man dann gut gebrauchen konnte. Und im folgenden Jahrhundert waren eben einfach in diesem Maschinenzeitalter und Industriezeitalter waren eben Menschen dann gut brauchbar, wenn sie das gemacht haben, was man ihnen gesagt hat. Und das erreicht man am besten dadurch, dass man ihnen von Anfang an klipp und klar sagt, wenn du das nicht machst, was ich von dir verlange, dann kriegst du eine schlechte Zensur oder dann kommst du durch das System nicht durch. Und das führt dann dazu, dass Kinder eigentlich nicht so sehr viele Möglichkeiten haben. Entweder sie passen sich an und werden so, wie man das gerne möchte, oder aber sie werden aufmüpfig, widersetzen sich und gehen in den Widerstand und entwickeln dann alle möglichen seltsamen Vorstellungen, die nicht immer alle gut sind. Also wenn sie dann im Drogenkonsum landen, ist das nicht so günstig. Ja, wenn ich die Wahl habe zwischen Ritalin und Drogen. Naja, und dann geht es eben so weit, dass die Kinder, die sich nicht so ohne weiteres in das ganze schulische System einfügen lassen, die also da immer noch stören, dass die dann einfach mithilfe von Medikamenten in eine Situation gebracht werden, wo im Hirn gewissermaßen die inneren Impulse und das, was so ein Kind bewegt, also manche wollen gerne sich zeigen und manche wollen rumlaufen und manche wollen dann sich vielleicht auch lieber wegträumen und gucken immer zu nur aus dem Fenster. Das heißt, die innere Aufmerksamkeit wird dann gelenkt durch den inneren Impuls, den das Kind gerade hat. Und normalerweise müssten Kinder lernen, ihre Aufmerksamkeit selbst zu steuern. Und wenn das aber nicht gelingt, dann funktioniert das nicht. Und dann sind die mit den Gedanken ganz woanders. Und vorne steht ein Lehrer und der möchte gerne, dass die da vorne auf das achten, was der da sagt. Und weil die das nun nicht tun, wissen sie sich alle keinen Rat. Und dann kann man natürlich Tabletten geben, die im Hirn solche Veränderungen machen, dass dieser innere Impuls nicht mehr richtig hochkommt. Und dann hat man eine Situation, dass man dann dem Kind sagen kann, jetzt machst du das. Und das hätte eigentlich den Impuls zu sagen, nein, aber das macht es dann trotzdem. Und das schafft man mit solchen Medikamenten ganz gut. Und das ist ja nicht nur so, dass Kinder diese Medikamente nehmen, es sind ja auch unendlich viele Studenten und sogar Wissenschaftler und Leute, die in Top-Funktionen unterwegs sind, die ihre Leistungsfähigkeit dadurch steigern, dass sie Medikamente einnehmen, eben wie zum Beispiel das Ritalin, um diesen Anforderungen der Leistungsgesellschaft gerecht zu werden. Sie setzen auf die körpereigenen Drogen wie Dopamin und Endorphin und so. Normalerweise wäre es ja so, dass ich eine Freisetzung von Dopamin und diesen Endorphinen immer dann erlebe, wenn ich irgendwas richtig gut hingekriegt habe. Also eine Aufgabe gemeistert oder endlich irgendwas verstanden, nachdem man sich viel Mühe gegeben hat. Und dann ist das ja fast ein rauschartiger Zustand. Kennt man noch aus irgendwelchen Momenten, wo man das mal erlebt hat.
ist fast so eigentlich, als hätte man so ein kleines bisschen Kokain und Heroin gleichzeitig genommen. Und mit Hilfe dieser Medikamente wird die Freisetzung dieser Substanzen unterbunden und damit ist auf der einen Seite das System gehemmt, was die inneren Impulse in Handlung übersetzt, aber gleichzeitig hat man dann auch keine richtige Freude mehr. Man funktioniert wunderbar, aber der Spaß ist weg. Der Körper ist also der beste Dealer für legale Superdrogen, die man haben kann. Das macht einen riesen Unterschied, ob ich jetzt mein sogenanntes Belohnungssystem im Hirn mit einer Droge anwerfe. Womit kann man das denn mal vergleichen? Nehmen wir mal so ein Kind, was jetzt an der Kasse, da legen die ja dann auch absichtlich dann diese Überraschungseier und diese ganzen Produkte für die Kinder da so an der Kasse und die legen sie ja extra hin und dann kommt das Kind und will dann so ein Ding haben. Und dann macht es so lange Theater, bis die Mutter sich schämt und dann, weil sie nicht möchte, dass andere denken, sie sei eine schlechte Mutter, gibt sie dann nach und kauft das Teil. So, und dann geht das Kind mit diesem Überraschungsei oder was immer das sein mag, durch die Kasse durch und da ist das Belohnungszentrum natürlich aktiviert. Das ist wie ein kleiner Rausch. Und dann ist das Kind total happy und hat gekriegt, was es wollte. Aber dieser Zustand, den das Kind da erlebt, ist ein völlig anderer Zustand als der, den das Kind dann erlebt, wenn es beispielsweise laufen lernt und sich das erste Mal am Tischbein hochzieht und dann das erste Mal so dasteht. Das eine ist Triumph, weil man etwas hingekriegt hat gegen den Widerstand von anderen. Und das andere ist eine Art innere Erfüllung, weil man endlich etwas geschafft hat, was man die ganze Zeit schon schaffen wollte. Und das sind zwei völlig verschiedene Zustände. Da werden die gleichen Botenstoffe im Hirn ausgeschüttet und trotzdem sind es zwei völlig verschiedene Zustände. Herr Hüther, die Entscheider dieses Landes holen Sie jetzt, um Ihren Rat zu hören. Was sagen die zu Ihnen, wenn Sie sagen, wir haben ganze Schulen voller Weltgestalter und brauchen jetzt Potenzialentfalter? Wie reagieren die auf Gerald Hüther, der solche Tipps gibt? Ach, eine lange Zeit haben die ja so getan, als ob es mich gar nicht gibt. Und dann bin ich zwar bei Kultusministern gewesen und auch bei Frau Merkel in diesem Zukunftsdialog als Kernexperte für die Zukunft des Lernens. Und ich muss ehrlich sagen, die Vorstellung, dass man dieses ganze Bildungssystem von oben her verändert, also durch neue politische Maßgaben und das glaube ich, das funktioniert gar nicht. Die entscheidenden Veränderungsprozesse spielen sich unten ab, dort wo die Menschen sind, wo sie sich begegnen, so wie wir jetzt. Und deshalb wird diese Art von Schulveränderung, die ich vor meinen Augen habe, die wird nicht von oben beschlossen, sondern die vollzieht sich von unten. Und zwar ziemlich von allein. Da brauchen wir gar nicht so sehr dafür zu kämpfen. Die ist auch schon längst im Gange. Also man kann wandeln, da muss man nicht organisieren, sondern die Leute... Man muss Rahmenbedingungen schaffen. Das können wir wohl tun. Wir können ja nicht die Schule verändern, aber wir können Bedingungen schaffen, innerhalb derer sich das ereignet, was wir wollen. Und manches wird mehr oder weniger ungewollt auch von den Verantwortlichen dann so geschaffen. Und eine der wesentlichen Maßnahmen, die in der letzten Zeit geschaffen worden ist und die dazu führt, dass sich unser Schulsystem grandios verändern wird, das ist die Tatsache, dass wir jetzt dieses Inklusionsgesetz haben. Das heißt, auf einmal müssen auch welche dort mitgenommen werden, die normalerweise auf die Sonderschulen abgeschoben werden. Und auf einmal müssen sogar die in den Sonderschulen waren, wieder mit in die Klassenverbände gesetzt werden. Jetzt haben sie plötzlich als Lehrer eine Klasse und das sind zwei oder fünf dabei, die aber auch beim besten Willen diesen Leistungsdurchschnitt der anderen nicht halten können. Wie wollen sie denn jetzt zum Beispiel eine Klassenarbeit schreiben mit allen? Die kriegen ja immer nur Fünfen. Das heißt, sie müssen aufhören, Leistungskontrollen zu schreiben, die für alle die gleichen Maßstäbe setzen. Und sie können auch nicht mehr so unterrichten, weil diese Fünf verstehen aber von Tuten und Blasen nichts, was sie da erzählen. Das heißt, sie müssen eine Form von Unterricht finden, in der die also bisher in die Sonderschulen abgeschoben worden sind, auch noch mitkommen. Und gleichzeitig diejenigen, die das alles gut verstehen, sich nicht so langweilen, dass die über Tische und Bänke gehen. Und da sind die Lehrer vor einer ganz schwierigen Situation und das kann man auch nicht damit beheben, dass man da fünf Sonderschullehrer mit in diese Klassen setzt, sondern das geht jetzt nur noch, indem man in der Schulklasse eine
Kultur entwickelt, wo die Schüler plötzlich anfangen, voneinander zu lernen und miteinander zu lernen. Und wenn man sich anschaut, wo das funktioniert, dann sieht man, wenn man es von Anfang an macht, also wenn die von der ersten Klasse an mit diesen anderen zusammen lernen, dann finden die das total normal. Dann werden die integriert, dann werden die mitgenommen und dann funktioniert es auch. Wenn man aber in der fünften Klasse, wo die Schüler schon alle die Erfahrung gemacht haben, dass man sich nur im Wettbewerb gegen die anderen durchsetzt, wenn die plötzlich damit konfrontiert sind, dass da drei dazugesetzt werden, die eigentlich in die Sonderschule gehören, auch schon nach deren Vorstellung, dann funktioniert das nicht, dann werden die nicht mitgenommen. Das heißt, was wir brauchen, sind ja eigentlich nicht Maßnahmen, mit deren Hilfe man die integrieren kann, sondern was wir bräuchten, ist ein anderes Klima, ist eine andere Beziehungskultur in der Schule. Und diese andere Beziehungskultur wird man ja nur aufbauen können, wenn man den Schülern die Erfahrung ermöglicht, wie schön das ist, wenn sie zum Beispiel anderen helfen können, wenn sie ihr Wissen mit anderen teilen können, wenn sie sich gemeinsam auf den Weg machen und irgendetwas gestalten wollen, irgendwas aufbauen wollen und sie dann feststellen, wow, wie toll, dass wir einen dabei haben, der so zappelig ist, weil der schafft bestimmte Dinge da eben viel besser. Und den brauchen wir genauso wie diesen Akkuraten, der fast zwanghaft immer seine Ziele verfolgt. Und dann entsteht eine Kultur der Vielfalt. Und die ist gut fürs Hirn. Sie reden von der Kultur der Vielfalt, der Beziehungskultur und der Wertschätzungskultur und das muss ich von unten organisieren. Ich will zumindest einige Hoffnungsschimmer hier rausschicken. Gibt es schon so Projekte in Deutschland, Schulen in Deutschland, wo man sagen kann, da lohnt sich ein Besuch, die machen das anders. Da gibt es viel Nachahmenswertes. Ja, natürlich. Können Sie mir einfach mal aus und weiter nennen? Ich komme aus Göttingen. Dort gibt es eine Schule, die heißt Integrierte Gesamtschule Göttingen-Geismar. Die hat vor 2 Jahren den Deutschen Schulpreis bekommen, weil sie so toll ist. Und das ist eine Schule, da gehen sie hin und fragen die Schüler, gehst du gerne in die Schule? Sagen die, ja, natürlich gehe ich gerne in die Schule. Und es ist fast so, dass die weinen, wenn Ferien sind, weil in der Schule so viel für sie passiert, weil sie dort so wunderbar das Gefühl haben, dass sie sich dort einbringen können und dass sie da was lernen können und sich weiterentwickeln können, dass die das eigentlich nicht so toll finden, wenn sie dann mit ihren Eltern dann nach Mallorca müssen im Sommer. Solche Schulen gibt es, ja, aber die haben dann eben diese andere Kultur. Und hier in Berlin gibt es eine Schule, Evangelische Gesamtschule Berlin-Mitte mit Margret Rasfeld, wo die Klassenverbände aufgelöst haben, wo Schüler aus der 7. bis zur 9. Klasse in Lernbüros gehen, Mathe-Lernbüro, und dort dürfen sie sich oder dort bekommen sie Gelegenheit, dass sie sich selbst die einzelnen Bausteine von Mathe aneignen können, in der Geschwindigkeit, wie sie das brauchen. Und die Regel heißt, wenn ihr im Lernbüro seid und wisst an irgendeiner Stelle nicht mehr weiter, dann fragt ihr nicht den Chef des Lernbüros, also diesen Mathelehrer, der da sitzt, sondern ihr fragt erstmal die anderen Schüler. Und dann guckt ihr, ob die anderen Schüler euch das erklären können. Und wenn dann gar keiner da ist, der es euch erklären kann, dann kommt ihr zum Lehrer. Und wenn ihr ein Teilgebiet abgeschlossen habt, also eine Teilaufgabe, zum Beispiel die Integralrechnung, dann meldet ihr euch bei diesem Mathelehrer und dann kriegt ihr ein Zertifikat, dass ihr das könnt. Das ist eine Situation, wo man plötzlich jedem Kind die Gelegenheit gibt, Verantwortung für seinen eigenen Lernprozess selbst zu übernehmen, wo jedes Kind die Erfahrung machen kann, wie toll das ist, dass es andere gibt, die das auch noch erklären können und oftmals sogar in der Sprache, wie es die Kinder viel besser verstehen. Und dadurch entstehen dann Lernprozesse, die wirklich auch sitzen, also das, wo man nicht alles wieder gleich vergessen hat nach der nächsten Prüfung, weil man es sich ja selbst erarbeiten wollte. Und das ist die entscheidende Voraussetzung dafür, dass was im Hirn hängen bleibt, wenn ich es immer nur deshalb mache, weil es irgendjemand von mir verlangt. Dann kommt das raus, was wir ja in vielen Studien auch sehen können, dass 2 Jahre nach dem Abitur von all diesem vielen Wissen, was die mal im Laufe der Zeit da in der Schule gelernt haben, dass da bestenfalls noch, manche sagen 2, manche sagen 10% übrig ist, aber es ist einfach viel zu wenig, weil sie es sich nicht aus eigenem Antrieb angeeignet haben, sondern es ihnen als Wissensvermittlung vorgesetzt worden ist und sie es eigentlich sich nur deshalb angeeignet haben, um durch die nächste Prüfung zu kommen. Und das ist dann eine ganz ungünstige Situation. Und jetzt hat sich die Gesellschaft eben verändert. Jetzt ist es eben nicht mehr so, dass man viele braucht, die immer genau das machen, was man von ihnen verlangt. Sondern jetzt braucht man ja immer mehr junge Menschen, die aus diesem Bildungssystem herauskommen, die
die jetzt also die Lust haben, sich einzubringen. Das ist ja das, worüber die Universitäten genauso klagen wie die Unternehmen. Die Lust haben, sich einzubringen, die Freude daran haben, mit anderen gemeinsam Probleme zu lösen, die kreativ sind, die Gibt's Fähigkeiten da haben. Jetzt muss ich mal kurz reingrätschen und fragen. Das, was Sie mir erzählen, gefällt mir. Und ich kann mir auch sogar vorstellen, dass diese Kultur infektiös sein kann und ganz viele andere auch erreicht. Aber ich sehe auch eine Welt da draußen, die, wie gesagt, wir sind im globalen Wettbewerb. Wir brauchen junge Menschen, die in diesem Wettbewerb gewinnen. Wir haben einen Industriestandort Deutschland. Da werden wir nicht mit Hüter, Schauspielern und Weltgestaltern gewinnen, sondern da werden wir mit Ellbogenleuten gewinnen. Es gibt sehr viele, die so denken. Ja, das ist ja auch noch sehr verbreitet, dieses Denken. Und es stimmt ja auch, dass wenn man in der Not ist und kurzfristige Lösungen braucht und wenn es einem vorübergehend nicht so gut geht oder wenn man schnellen Erfolg haben will, das geht schon am besten, indem man sehr sozusagen die Peitsche in die Hand nimmt oder das Zuckerbrot und die Leute dazu bringt, dass sie das machen. Aber die langfristigen Erfolge, also das, was wir Nachhaltigkeit nennen, das kriegt man so eben nicht. Und was wir im Augenblick haben, ist eine Situation, wo Betriebe feststellen, dass sie etwas verlieren, was eigentlich das Wichtigste für diesen Standort Deutschland ist. Und das ist, die nennen das dann das Tüftlertum und diese Fähigkeit von Mitarbeitern oder diese Lust von Mitarbeitern, sich mit irgendetwas zu befassen und irgendwas rauszufinden. So. Und mit Begeisterung sich irgendeiner Sache zu widmen und mit Hingabe, um dann irgendetwas zu erfinden, was zu entdecken, irgendwas Kreatives zu machen. Und das ist das, was wir als einzigen Rohstoff sozusagen zu bieten haben. Und wenn wir jetzt versuchen, im globalen Maßstab mit allen anderen mitzuhalten, indem wir unsere Kinder noch stärker mit entsprechenden Zwangsmaßnahmen oder mit entsprechenden Druck und Konkurrenzmaßnahmen und solchem Leistungsdruck dazu bringen, dass die meinetwegen diese Prüfungen und die Abschlüsse immer besser und immer schneller machen, dann haben wir am Ende welche, die zwar, was weiß ich, in Abitur 1,0 gemacht haben, aber wenn man denen fragt, worauf hast du denn eigentlich Lust, dann sagen die auf gar nichts, vor allen Dingen aufs Lernen nicht mehr. Und das nützt einem doch nichts, wenn man einen hat, der in Mathe eine 1 hat, aber der keine Lust mehr auf Mathe hat. Und so fängt jetzt die Wirtschaft an, umzudenken, nachdem sie vorher immer gerufen hat, mehr Mathe, mehr Englisch, mehr Deutsch und mehr Naturwissenschaft. So sagt sie jetzt auf einmal, ja, das schon, aber vor allen Dingen mehr Begeisterung, mehr Leidenschaft, mehr eigene Kreativität. Glauben Sie, muss ich jetzt gewitzt irgendwie ausdrücken, glauben Sie, wenn die Wirtschaft das verlangt, dass die Schulen, vor allem die Kultusminister, eher darauf reagieren und Schulen Rahmenbedingungen geben, wo begeisterte Lehrer, leidenschaftliche Eltern, die Schulleitung begeistert und leidenschaftlich, dass das eher entstehen kann, wenn die Wirtschaft damit spielt? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man muss sich natürlich, wenn man solche Veränderungsprozesse verfolgt, wenn man solche Veränderungsprozesse verfolgt und sagt, es müsste sich eigentlich was ändern, muss man ja fragen, wer soll denn das machen? So, und dann wird man feststellen, die pädagogischen Hochschulen haben gar nicht so eine große Veranlassung, andere Lehrer auszubilden als die wir jetzt schon haben. Das würde ja heißen, dass sie in der bisherigen Lehrerausbildung was falsch gemacht haben. Also das heißt, die machen noch mehr vom Alten. Die Kultusminister haben eigentlich ja auch kein riesiges Interesse daran, dauernd was Neues einzuführen und laufen ständig Gefahr, wenn sie jetzt wirklich eine andere Art von Lernen und eine andere Art von Lern- und Beziehungskultur in Schulen einführen würden, was sie ja gar nicht so ohne weiteres können, laufen sie ja Gefahr, dass dann die Eltern sagen, jetzt lernt er aber nicht mehr genug. Jetzt haben sie zwar hier gemeinschaftlichen Projektunterricht, aber das reicht ja jetzt gar nicht mehr für Mathe und Englisch. Also das heißt, es gibt ganz viele Widerstände, die in dem alten Denkmuster begründet sind und wo die Leute sich wehren, dass es sich ändert. Und jetzt ist die Frage, wer hat denn nun wirklich eigentlich ein Interesse in diesem Land daran, dass sich was ändert? Und ich habe lange gesucht, es stimmt schon. Die Unternehmer sind diejenigen, die auf den globalen Märkten bestehen müssen. Und die können das nur, wenn sie das
wenn Sie Mitarbeiter haben, die Ihnen etwas schenken, was man für Geld nicht kriegen kann. Also nehmen wir einen Dienstleistungsbetrieb, der wird nur bestehen können, wenn die Mitarbeiter etwas haben und das dem Betrieb auch schenken, was man Freundlichkeit nennt. Also das merken Sie ja, man geht ja lieber irgendwo hin und kauft irgendwas bei Leuten, die freundlich sind, als bei solchen, die da pflichten. Ich bin auch lieber bei Uschi als beim Starbucks. Deshalb sind wir hier bei Uschi, genau. Genau, künstliche Freundlichkeit von Starbucks. Und diese Freundlichkeit kann man aber nicht erzwingen, sondern diese Freundlichkeit entsteht nur dann, wenn das hier eine Firma ist, in der sich die Leute wohlfühlen, wo die auch Lust haben auf die Gäste, die da kommen, die dann auch begrüßt werden, wo Arrangements gemacht werden und so ein schönes Sofa hergestellt wird, wo man einfach das Gefühl hat, wenn man hierher kommt, dass man hier willkommen ist. Und das sind aber jetzt Fähigkeiten und Haltungen, die Mitarbeiter nur dann entwickeln, wenn sie das freiwillig machen. Das ist und wenn sie Lust auf Begegnung haben. Ne? Genau, und das hätten sie ja nur dann, wenn sie das Gefühl haben, dass die Firma, bei der sie arbeiten, auch ein Interesse daran hat und dass der Job, den sie tun, auch was Sinnvolles ist. Und damit sind Betriebe gewissermaßen gezwungen, Bedingungen zu schaffen, wo die Mitarbeiter ihnen das, was man nicht bezahlen kann, auch wirklich schenken. Also Teamgeist zum Beispiel. Die Firmen spüren doch alle, ich war bei der BASF, nehmen wir so ein Beispiel, die spüren und sagen jetzt auch, es wird nie wieder bei der BASF, das fand ich sehr interessant, die sagen, es wird nie wieder einen Chemiker geben, der als Einzelner eine chemische Formel erfindet, mit deren Hilfe man dann ein Produkt entwickeln kann. Also sämtliche chemischen Formeln, die man sich vorstellen kann, sind in der Phase der Einzelkämpfer von Einzelkämpfern entwickelt worden. So, und jetzt ist aber ein Deckeneffekt. Irgendwann ist mal Schluss, irgendwann kann man nicht noch eine neue Formel entwickeln, die wirklich was Neues ist. Und dann stellen die fest, jetzt kommen wir so nicht mehr weiter, indem wir Incentives vergeben für diejenigen, die eine neue Idee haben, wie man jetzt ein neues Produkt auf den Markt bringt durch eine neue Formel. Und jetzt stellen sie fest, jetzt geht es eigentlich nur noch weiter, indem wir ein Team bilden, wo jetzt ein Verfahrenschemiker drin ist, ein Organiker, ein Anorganiker, ein Produkt und ein Marketing-Experte. Und die müssten jetzt alle gemeinsam ihr Wissen in einen Pool werfen. Und aus diesem Pool würde was Neues entstehen. Das wäre ein neues Produkt. Und dann sagen die, und das versuchen wir jetzt und es geht nicht. Und es geht deshalb nicht, weil sie natürlich bisher ihre Mitarbeiter alle aufeinander gehetzt haben mit Incentives. Und jetzt haben die Mitarbeiter eine Haltung entwickelt, dass sie sagen, ich gehe schon mit rein in das Team, aber ich gucke mal, was ich für einen Vorteil davon habe. Mhm. Ja, und dadurch geben die nicht wirklich sich rein, sondern die gucken nur, was sie aus diesem gemeinsamen Suppentopf für sich rausziehen können. Und das ist natürlich völlig unproduktiv. Ich meine, das wird noch ein bisschen dauern, vielleicht noch ein, zwei Generationen, bis wir alle das gelernt haben, diesen nächsten Schritt gemacht haben gemeinsam. Nee, ich glaube, dass wir im Augenblick, das beschleunigt sich ja alles so furchtbar und ich denke, dass das auch einen Sinn hat, dass das alles immer schneller wird, weil nur in dieser Beschleunigung dann der Druck groß genug wird, dass man die Lösung auch findet. Also wir kommen ja aus einer Welt, also ich jetzt jedenfalls Sie nicht, aber ich komme aus einer Welt, bei mir muss das auch in meiner wo es noch so war, dass das, was die Alten an Unsinn fabriziert haben, das haben die gar nicht selber auslöffeln müssen. Also die Suppe, die die verursacht haben, müssen jetzt die Jungen ausbaden. Und so war das früher, hat das 3 Generationen gedauert, bis man endlich gemerkt hat, oder bis die Jungen sozusagen das abgekriegt haben, was die Alten für einen Unsinn angestellt hatten. Und jetzt wird das alles immer schneller und jetzt kommen wir in eine Situation, wo man am eigenen Leibe noch innerhalb seiner eigenen Lebenszeit erfährt, wie falsch das gewesen ist, was man vorne gemacht hat, weil man hinten schon das Ergebnis sieht. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass man sich ändern kann. Vielleicht das mag auch der Grund dafür sein, weshalb jetzt auf einmal so viele auch Leute in meinem Alter aufstehen und sagen, hey, das ist falsch, was wir machen. Die Jungen scheinen das noch gar nicht so ohne weiteres zu sehen. Die sind so tapfer damit beschäftigt, sich mit diesen ganzen Notwendigkeiten, sich durch das System durchzuarbeiten, dass die das gar nicht sehen, wo die Notwendigkeiten einer Veränderung sind. Und jetzt sind es so Ältere wie ich, die dann sagen, hey Jungs, das läuft so nicht, ihr könnt nicht. Sie werden uns also noch helfen. Also ich habe letztens bei Bärbel Höhn gefragt, aber das mit dem Atommüll machen wir auch noch gemeinsam, oder müssen wir das alleine noch? Das müssen wir am Ende gemeinsam machen und das wird auch wieder nur gehen, indem wir tatsächlich die Erfahrung der Älteren und diese Dynamik und die
und die Kraft der Jungen zusammenführen, dass dadurch etwas entsteht, was sowohl von der Erfahrung getragen ist, wie auch von der Dynamik. Das ist ein wunderbares Schlusswort, Herr Hüther. Das war eine sehr schöne Begegnung. Ich habe zum Schluss immer noch drei Begriffe und bitte um drei kurze Assoziationen. Erster Begriff, Utopie. Utopien sind gut, man braucht Visionen. Wenn man keine Visionen mehr hat, gehört man nicht zum Arzt, sondern dann ist man im Grunde genommen tot. Und deshalb brauchen wir Utopien und Ideen, wie die Welt werden könnte, weil wir nur dann uns auf den Weg machen können, so eine Welt zu gestalten. Zweiter Begriff, Dopamin. Dopamin ist ein Botenstoff. Botenstoffe benutzen Nervenzellen, um sich miteinander zu unterhalten. Und genauso wie wir ein Gespräch führen können, was im Geschwätz endet, benutzen Nervenzellen auch sehr viele Botenstoffe, die mehr oder weniger geschwätzig sind. Und dann gibt es welche, die gehen ein bisschen mehr unter die Haut. Und dazu gehört das Dopamin. Wenn es also dazu führt, dass die Zuschauer jetzt ein bisschen das Gefühl haben, es ist ihnen unter die Haut gegangen, dann hätten wir in diesem Gespräch etwas freigesetzt, was dem entspricht, was immer dann passiert, wenn im Hirn Dopamin freigesetzt wird. Ich hoffe das. Dritter Begriff, dann nehmen wir Sinnlichkeit. Ja, Sinnlichkeit ist ja nun doppeldeutig und das berührt zwei Themen gleichzeitig. Auf der einen Seite ist der Mensch ein Wesen, was erst durch die eigene Sinneserfahrung zu dem wird, was er ist. Also wenn wir kein Gespür mehr entwickeln für das, was sich sinnlich wahrnehmen lässt, weil wir in Welten aufwachsen, wo es nicht mehr viel wahrzunehmen gibt und wo alles uns fertig vorgesetzt wird, verlieren wir automatisch die Sinnlichkeit. Damit verlieren wir unsere, meine Frau würde sagen, unsere Erotik, und dann haben wir keine Ausstrahlung mehr und dann macht auch das Leben keinen Spaß mehr. Gleichzeitig ist es so, dass Menschen wohl nur dann leben können, wenn sie wissen, dass das Leben, was sie führen, in einen größeren Kontext eingebettet ist. Das ist dann Sinnhaftigkeit. Und das ist das, worunter unsere Gesellschaft und die meisten Menschen in dieser Gesellschaft am meisten leiden. Und es ist gewissermaßen der Sinn für das abhanden gekommen, worauf es im Leben wirklich, wirklich ankommt. Und auf Geld verdienen kommt es garantiert nicht an. Vielen Dank, Herr Hüther. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Mein nächster Gast ist der Schriftsteller Ingo Schulze. Bis zum nächsten Mal. Ciao.